Das Flugzeug ist gelandet und du betrittst zum ersten Mal in deinem Leben amerikanischen Boden. Doch schon kommt die erste Hürde. Du gelangst zur Immigration und musst dich in eine lange Schlange anstellen. Oh Mann. Was brauchst du jetzt alles? Welche Fragen kommen auf dich zu und wirst du sie überhaupt verstehen? Es heißt ja immer, dass Esther nur bis zum Grenzbeamten gültig ist, dieser einen aber auch einfach wieder nach Hause schicken kann, wenn ihm deine Nase nicht gefällt. Was passiert also tatsächlich bei der Immigration? Und musst du davor Angst haben? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich regelmäßig mit Tipps und Themen rund um die USA. Viele Reisende werden nervös, wenn sie am Flughafen an die Passkontrolle und die möglichen Fragen bei der Einreise in die USA denken. Oder haben sogar Angst davor, dass ihnen die Einreise verweigert wird, weil sie aufgrund schlechter Englischkenntnisse die Fragen des Grenzbeamten nur unzureichend beantworten können. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Doch da solltest du dir nicht allzu große Sorgen machen. Negative Erfahrungen in den sozialen Medien werden gerne mal breitgetreten, vielleicht um Likes und Klicks zu generieren. Mit Angst lässt es sich halt leichter arbeiten als mit irgendwelchen Standardabläufen. Was man häufig liest, sind Geschichten wie: Vergiss nicht, dass die Grenzbeamten darüber entscheiden, ob du jemals einen Fuß auf den Boden der USA setzt. Sich lauthals zu beklagen, würde die Situation beschleunigen. Und möglicherweise wird dir durch dein Verhalten die Einreise in die USA verweigert und du fliegst mit dem nächsten Flug deiner Airline umgehend zurück nach Deutschland. Deswegen mache ich jetzt also die angstlose, langweilige Variante. Also bitte nicht einschlafen. Was man schon beachten sollte, ist das Verbot von Handys und Kameras im Bereich der Passkontrolle. Diese darfst du erst wieder nach der Gepäckausgabe benutzen. Entsprechende Hinweise findest du auf den Schildern im Wartebereich. Eine Befragung ist jedoch kein Grund, nervös zu werden und nichts Ungewöhnliches bei Reisen außerhalb Europas. Gut vorbereitet und organisiert wirst du auch die Passkontrolle am Flughafen bei deiner Einreise in die USA gelassen meistern, auch ohne Englischkenntnisse. Hinter der Gangway kommst du irgendwann in eine große Halle, an dessen Eingang dich zunächst Schilder informieren, in welche Richtung du dich zu bewegen hast. Für gewöhnlich geht es für Einheimische, also Residents oder US Customs, in die eine Richtung und für Nicht-Amerikaner in die andere. Da steht dann sowas wie Non-US Citizen, Non-Citizen Visitors oder International Visitors. Nach einiger Zeit, das kann zwischen einer Minute und einer Dreiviertelstunde dauern, kommst du dann an einen der frei gewordenen Plätze. Deinen Reisepass solltest du natürlich bereits in der Hand halten. Insgesamt mag man hier keine Trödler. Man erwartet eine gewisse Aufmerksamkeit, Respekt und zügiges Handeln. Jetzt stellt dir der oder die Grenzbeamte oft ein paar Fragen. Ich persönlich habe das immer als Smalltalk aufgefasst und nie als Problemgespräch. Das liegt mitunter daran, dass ich auch nie was anderes vorhatte, als Urlaub zu machen. Wenn jemand fragt, was ich vorhabe, sage ich, was ich vorhabe. Und so solltest du das auch machen. Also natürlich nicht, wenn du was anderes dort geplant hast. Das ist dann dein Ding. Mögliche Fragen sind: What's the purpose of your visit? Was ist der Zweck oder Grund deines Besuchs? I'm on vacation würde erklären, dass du Urlaub machst. Have you been in the US before? Waren Sie schon mal in den USA? Eine mögliche Antwort wäre: No, it's my first time here. Es wird auch oft gefragt, wie lange du bleibst. How long will you stay? Der Grund für diese Fragen ist damit zu erklären, dass der Grenzbeamte herauszufinden versucht, ob du nicht doch aus einem anderen Grund hergekommen bist. Beispielsweise um dich um Arbeit zu bemühen oder dauerhaft dort zu bleiben, also illegal einzuwandern. Um diese Frage zu beantworten, kannst du einfach die Buchung zum Rückflug bereithalten und auf Verlangen vorzeigen. Die ESTA-Anmeldung liegt den Beamten bereits vor, die brauchst du nicht mehr vorlegen. Es werden dann digital Fingerabdrücke genommen und ein Foto gemacht. Dafür werden Brillenträger gebeten, die Brille abzunehmen. Take off your glasses and look head on into the camera. Oder so ähnlich klingt das. In größeren Flughäfen gibt es natürlich auch noch Automaten, sogenannte Automated Passports Control Kiosks, kurz APC. Damit kannst du vielleicht das persönliche Gespräch umgehen. Allerdings haben wir das schon mal gemacht, mussten danach aber trotzdem zum Beamten. Rechne einfach damit, dass du eine kleine Fragerunde über dich ergehen lassen musst und hab keine Angst davor. Es gibt tatsächlich hunderte Menschen dort, die noch viel weniger Englisch können als du. Täglich. Und glaubst mir, auch die schaffen es einzureisen. Man hört auch gar nicht mal selten, wie durch den Lautsprecher ein Dolmetscher angefordert wird. Selbst wenn du also einen kompletten Blackout hättest, fände sich eine Lösung.
Wie ich schon mehrfach in meinen Videos erklärte, die Amerikaner sind sehr hilfsbereit. Und das ist gerade am Flughafen, wo internationale Gäste eintreffen, sehr hilfreich. Hoffentlich konnte ich dir in diesem Beitrag einen Teil deiner Angst nehmen und dazu beitragen, dass du selbstbewusst genug bist, um diese letzte Hürde bravourös zu meistern und deinen Urlaub von dort an vollends genießen zu können. Lass mir gerne ein Abo da, wenn auch nicht geschehen, aktiviere auch die Klingel und sei im nächsten Video wieder mit dabei. Stay tuned and have a good one!